Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Test.net, die neue Generation der wahren Tests. Und heute habe ich etwas richtig Abgefahrenes für euch. Das habe ich so an sich in den letzten 30 Jahren noch nicht gesehen. Es geht hier um innovative, und ich wiederhole, innovative Tracking-Schirme. Also Tracking-Schirme nicht von Dreck, sondern Tracking-Schirme im Sinne von, was weiß ich. Wir haben hier einen Schirm. Der sieht schon Hightech-mäßig aus, du könntest meinen, das ist ein Samurai-Schwert. Das ist aber ein Regenschirm. Ich könnte fast beschwören, das Ding hat eine eingebaute Laserfunktion, also Laserschwertfunktion. Ja, wir packen das mal aus. Ja, also die Verpackung hier von außen ist auf jeden Fall sehr, sehr stilgerecht gemacht und auch sehr zeitlos und zeitgemäß gestaltet. Wir haben hier dann noch verschiedenes Zubehör, was man so beim Regenschirm dazu haben sollte oder auch nicht, wie Umhängegurt oder sonstiges. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen überflüssig heutzutage für einen Regenschirm, aber gut, wer es braucht, der darf sowas gerne haben. Regenschirm natürlich super stylisch im Silber gehalten, unten eine Schlaufe, oben eine Schlaufe, um wirklich auf beiden Seiten dann das Ganze auch irgendwo andocken zu können. Regenschirm, wie ihr selber schon seht, sehr, sehr stil in Silber und das Material ist auch sehr, sehr hochwertig. Also das heißt, bei Regen kommt wirklich nichts durch, kann ruhig auch mal ein Sturm kommen. Das ist diese eine Variante von den Schirmen. Dann haben wir ja noch eine zweite kleine Variante, die dann eher für den privaten Gebrauch zu überlegen sind oder angedacht sind. Auch wieder sehr, sehr stilvoll, ganz easy aufzuklappen. Und natürlich mit Teleskopstock, zack, zack. Könnt ihr mal sehen, dass hier im Regen dann auch trocken bleibt. Jetzt muss ich nur schauen, wie kriegen wir das hier wieder zu. Und das Ganze zu öffnen, das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Es ist vonnöten, einfach hier oben nach oben zu ziehen. Durch die ganzen Verstrebungen, die hier sind, und hier sind ganz viele zusätzliche Federn angebracht, ist der Schirm weitaus stabiler und natürlich für jede Wanderung geeignet. Das ist so an sich tipptopp. Dennoch würde ich sagen, Dauerregetest muss jetzt erstmal im Labor überstanden werden. Von dem her geben wir das jetzt weiter zu den Kollegen ins Labor und die schauen sich das Ganze an und urteilen dann danach. Alle Ergebnisse findet ihr auf test.net oder bei uns auf dem Kanal. Ich wünsche euch was, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.